So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht endlich weiter mit RS4 Limo 2.0 Projekt. Wir sind mal wieder bei NG Motorsports in Helbsen. Renk ist auch wieder am Start. Moin, hallo. Standardfrage, was macht der Käfer? Leider mit Wohnungsbau und allem, was hier so zu tun ist, zieht es sich halt einfach ungemein. Also, bin auch ehrlich, ich komme im Moment einfach nicht dazu. Also jetzt im Winter sollten wir irgendwie mal den Motor zum Laufen kriegen, aber im Moment sind einfach andere Sachen leider wichtiger. Das heißt, Motor ist noch nicht zusammen? Motor ist leider noch nicht zusammen. Phil, dein Kumpel, Namensvetter aus Hannover, ist jetzt wohl bei den Saugrohren dabei. Ich habe die jetzt nochmal als 3D-Druck bekommen. Das passt alles soweit. Das heißt, jetzt ist definitiv der nächste Schritt Saugrohrfräsen. Und dann sagt es ja schon, ist auch noch ein Riesenthema Elektrik, weil da soll auch einmal volles Programm, EMU, Display, alles was geht. Ja. Da müssen wir uns dann nochmal zusammensetzen und müssen mal gucken, was wir da alles aussuchen, was da alles rein soll. Wir bauen zur Sekunde übrigens auch gerade noch eine EMU in den Käfer ein. Und zwar ein Kumpel von mir, Portugiesen-Kumpel Carlos, der Allrounder alles so in allen Ecken macht, der auch Marius diese Lippe unten gebaut hatte. Okay. Der hat tatsächlich einen Käfer genommen und hat da ein 1.8T hinten längs reingebaut. Ja, hat's dir erzählt. So Mittelmotor-Konzept. Das ist ja schon voll im Thema jetzt. Werden es wahrscheinlich einige uns steinigen für so einen Umbau so unter den Käfer-Fans, aber passt da eigentlich so ganz witzig rein und ich bin mal gespannt, wie das so fährt. Das macht bestimmt Spaß. So mit 350 PS oder so im Dreh. Und da war auch erst eine ME7 drin, aber bei so einem Auto, wo ja eigentlich kein originales Kabel mehr drin liegt, ne, ist es dann natürlich schon cooler. Das Schöne ist ja, beim Käfer gibt es ja nicht so viel Kabel, ja. Kann man das auch einmal so machen. So, dann direkt auf EGAS gebaut und volles Programm. Ja. So, ja, was machen wir heute? Es wird auf jeden Fall ein zweiteiliges Video. Wir wollen euch heute mal in die V6 Biturbo Kopfreihe einführen. Das heißt, A, wir zeigen euch die Köpfe, wie sie am Ende bei Limo 2.0 zum Einsatz kommen. Dann gehen wir ein bisschen auf die Thematik S4, RS4 Saugerköpfe ein. Und dann gibt es noch eine Neuerung bei euch hier im Hause. Mhm. Und zwar eine Art Keramikbeschichtung, ja. Die hitzeisolierend ist. Und da gehen wir auch nochmal drauf ein. Also, es gibt hier nebenan diese Flowbench. Mhm. Und da kommen wir nämlich auch noch drauf. Wir messen nämlich wirklich mal, so wie wir das mit dem VR6-Kopf gemacht haben, was uns dann ja auch perfekt geholfen hat, diese Nockenwellenauslegung nochmal anzugehen. Natürlich wollen wir für Limo auch nochmal ein paar krasse Nockenwellen machen. Ja, und es fragt ja auch immer jeder danach. Wir machen das dann jetzt einfach mal. Da werden sich eine Menge Leute freuen. Wir vergleichen die wirklich mal alle untereinander. Einmal volles Programm von Serien S4, RS4, Sauger und alles, was geht. Ja. Wie sich das verhält, welche Ventilhube und so weiter. Genau. Da müssen wir allerdings noch ein kleines Werkzeug für bauen, damit wir einlassseitig den Nockenhub, den Ventilhub vernünftig auf der Maschine einstellen können. Deswegen seht ihr das auf jeden Fall im zweiten Teil. Aber wir fangen jetzt trotzdem erstmal an. So, hier haben wir einen serienmäßigen S4-Zylinderkopf, 2 Liter Biturbo, genauso 30 Ventile, also 5 Ventile, aber ganz kleine Kanäle. Gab es beim 1.8T auch, dort gab es auch Motoren, wo der Kanal so klein ist, geht trotzdem auf 3 Ventile auf. Ja, Smallport, ne? Genau, hat man einfach damals gemacht, um Ansprechverhalten etc. einfach zu verbessern, weil halt einfach kleinerer Kanal, gleiche Luft, strömt einfach schneller. Und somit diesen kleinen Kanal für die kleinen Motoren, 265 PS. Dann nächste Generation, RS4-Kopf, äußere Abmaße alle identisch, dann allerdings den großen Kanal schon. Jetzt das Besondere, S4 und RS4 haben beide den sogenannten Tumble-Kanal. Das heißt, man kann jetzt nicht in einem speziellen geraden Winkel aufs Ventil gucken, sondern der Kanal macht, da brauchen wir einmal eine Lampe, hat hier nach oben hin den Bauch. Das heißt, die Luft strömt, wird nochmal einmal flach umgelenkt und kommt in einem flacheren Winkel aufs Ventil. Das hat zur Folge, dass die Ventile bei geringeren Huben schon mehr Luft durchlassen. Ja. Bin ich mal gespannt, ob wir das auf der Flowbench sehen können, dass die S4 und RS4-Köpfe bei, ich sag jetzt mal, 1, 2, 3, 4 mm Ventilhub. Schon viel mehr passiert. Dafür natürlich irgendwann oben raus dieser flache Winkel auf die Ventile eine Bremse ist. Ja. Ob so ist, werden wir sehen. Und zusätzlich, deswegen sind die Ansprechverhalten auch von den beiden Motoren so gut, ist es wohl auch so, dass einfach die Vermischung von Luft und Kraftstoff wohl durch diesen Tumble auf die Ventile auch nochmal besser ist. Ja. Und somit man in geringen Drehzahlen einfach schon eine bessere Verbrennung im Brennraum und somit halt einfach untenrum schon mehr Drehmoment, sprich Leistung hat. Ne? Ja.
So, weil dann geht es nämlich weiter. Wir haben jetzt gerade leider keinen Serien-Sauerkopf hier, aber wir haben von uns die bearbeiteten Sauerköpfe, beziehungsweise von NG die bearbeiteten Köpfe. Und hier seht ihr, dass man wirklich gerade auf das Ventil drauf gucken kann. Das ist quasi die Geometrie von den Sauerköpfen, dass wirklich die Luft einfach nur gerade in einem festen Winkel aufs Ventil geht, ohne Tumble, ohne alles. So, wobei man diesen Tumble schon öfters im Einlasskanal findet. Ne? Da ja, gibt's viele Motoren, die das haben. Bei verschiedenen Herstellern, verschiedene Motoren. Es gibt ja einfach so grundlegend verschiedene Kanalformen. Und natürlich bedient sich da nicht nur ein Hersteller. Ja. So, okay, so wie erstmal zur Theorie. Das heißt, wir können gucken, Tumble-Kanal, was bringt es, in welchen Bereichen und was können wir wirklich maximal am Ende rausholen. Ja. Dann sag doch mal was zu unseren Köpfen, was wie wo wir jetzt hier am Ende fahren. Ja, also wir haben ja grundlegend überlegt, was können wir nochmal ändern zum alten Motor. Wir haben wieder die gleiche Ventilkombination wie vorher genommen. Wir haben serienmäßig 26,9 mm am Einlass verbaut, 29,9 mm am Auslass. Das heißt 1 mm größer? Genau, wir sind jetzt jeweils 1 mm größer, also 27,9 zu 30,9. Wir haben natürlich dementsprechend die Ventilsitze wieder getauscht. Da hast du ja von uns letztes Jahr zum Geburtstag nochmal so ein Spezialmaterial bekommen. Nee, das war sogar zum 30. Das ist tatsächlich schon über 3 Jahre, ja, fast 4 Jahre. Verrückt. Okay. Ja, so vergeht die Zeit. Also das hatten wir auch nur mal über Umwege bekommen. Das kann man leider auch bei uns nicht kaufen. Ist jetzt auch kein Scherz. Das war wirklich so eine Stange, die wir komplett dafür aufgebraucht haben. Ja, ja. Und wir waren noch heilfroh, dass wir diese Ringe alle da rausbekommen haben. Hat halt nochmal eine höhere Wärmeleitfähigkeit und eine höhere Härte. Gucken wir einfach mal, was damit passiert. Ich glaube, die Reste von dem Material sind draufgegangen dann für JP Supergolfkopf, als der hier war. Ich glaube, der hatte da wirklich... Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, wenn du das sagst. Ich meine, das war auch dieses krassere Heat-Material, bin ich mir... Ja, ich weiß nicht, ob das Heat 3 war oder ob das noch was anderes war. So, erstmal grundsätzlich, wo ist überhaupt der Unterschied? Wir haben einfach im Vergleich zu einem Stahlsitz, wie wir es jetzt dann hier wieder haben... So, also wir reden gerade über diesen Ring, wo das sowohl das Einlass- als auch das Auslassventil einfach abdichtet und schließt. Genau, wir haben es ja auch schon relativ oft erzählt. Man sieht das ja hier jetzt. Wir haben hier im Prinzip nur eine 45 Grad Dichtfläche. Das Ventil hat auch eine 45 Grad Dichtfläche und geht dann mit 90 Grad in den Kanal über. Mhm. Und wir haben hier ja einfach eine Mehrwinkelkontur. Wird mittlerweile bei uns auch nicht mehr mit einem Formstahl geschnitten, sondern wird wirklich auch auf der CNC geschnitten. Das heißt, wir haben eine frei programmierbare Kontur. Und das sieht man natürlich hier in den ganzen Radien. Mhm. Okay, das heißt, früher war es wirklich so einzelne Winkel. Genau. Und jetzt ist das wirklich eine komplette Kontur. Früher hat man dann, das ist ja auch nicht schlecht, aber man hat dann eine Außenkorrektur, eine Innenkorrektur und diesen Ventilsitz gehabt. Und wir sind halt in der Lage, beliebig viele Winkel da halt reinzubauen. Wo ich auf jeden Fall jetzt... Da sieht man nämlich auch mal gerade einen Unterschied, wie man mal sieht, wie viel Material dann doch hier rausgeht. Okay, das ist jetzt RS4 und Sauger, aber wenn man sich mal den Bereich hier anguckt, wie viel Material hier noch so steht und dann zu dem Kopf rübergeht, dann ist da schon wirklich Material rausgegangen. Ne? Was immer wirklich ein Manko an den Köpfen ist, das sieht man hier auch, wenn man bei der Serienventilgröße bleibt, dann habe ich unter dem Einlasssitz kein Material. Also du kannst hier richtig so mit dem Fingernagel hinterhaken, da ist eine richtig scharfe Kante. Mhm. Das kriegt man auch leider nur weg, wenn man auf Übermaß geht, weil dann natürlich der Sitz prozentual größer wird. Mhm. Und erst dann schaffe ich es wirklich, einen schönen Übergang im Einlasskanal zum Ventilsitzen zu bekommen. Okay, also wir fassen zusammen, das Heat-Material ist einfach von der Wärmeleitfähigkeit viel noch mal besser. Ja. Das heißt, man versucht nach Möglichkeit, das Ventil einfach möglichst kalt zu halten. Genau, wir versuchen möglichst viel Wärme, gerade natürlich aus den Auslassventilen, die natürlich viel höher thermisch belastet sind, herauszubekommen. Jetzt fragt man sich, wie soll das Ganze überhaupt gehen? Relativ einfach, Ventil steht offen im Kanal, Auslassventil, wird heiß, geht zu und man hat ja nur die kurze Zeit, wo es zu ist, die Wärme quasi abzugeben auf den Ventilsitz und deswegen muss da in dem Moment... Genau, deswegen hat man ja auch im Auslass immer sieht man ja auch eine größere Sitzbreite als im Einlass, weil wir bedacht sind, halt diese Wärme abzugeben. Und die Wärme geht dann schlussendlich über die Ventilführung, die natürlich auch aus Heat-Material ist, in den Kopf über. Ah, also die Ventilführung nimmt auch Wärme richtig auf? Die nimmt auch Wärme auf, ja. Okay, krass. Ich hätte gedacht, wenn da
zu viel Wärme im Spiel ist, ist sofort Fressen angesagt und so weiter. Weil das dann ja nee, deswegen machen wir die ja auch bewusst aus diesem auch hochwärmeleitfähigen Material. Mhm. Okay, so, das heißt, das haben wir bisher so auf der Limo noch nicht gefahren. Da war bisher immer Stahlsitzringe drin, das ist neu. Wir haben es jetzt in dem Oma-Golf ja gerade drin. Ja. Kann ich bisher nichts Negatives als auch nichts Positives sagen. Marius, glaube ich, auch. Nee, der hat noch normal. Okay. Bei Marius ist normal drauf, weil das ja der alte Kopf ist. Ja, stimmt. So, das haben wir, glaube ich, nicht mehr geschafft damals. Genau, das haben wir nur bei dem Oma-Golf-Kopf gemacht, wo wir diese ganze Videoreihe über ein Jahr gemacht haben, wo wir diesen Kopf gebaut haben. Ja. Und können noch nichts zu sagen, weil er ist erst ein paar Meter gelaufen, gefahren etc. Sonst, klar, das Typische, natürlich der komplette Aussatzkanal, einmal gefräst. Sieht halt immer schön geil aus, so ingefräst. Und passend dazu natürlich Einlasskanal gefräst mit Golfball. Da werden jetzt wieder 1 Million Kommentare kommen. Erklär doch mal Golfball und so weiter. Haben wir schon x-mal gemacht, deswegen brauchen wir das nicht mehr. Aber geil aussehen tut es trotzdem immer wieder. Ja, man sieht jetzt ja den Unterschied. Ich erkenne nichts. Sieht man nichts? Okay. Nee. Schade. Kann man von der anderen Seite machen? Warte mal. Ja, jetzt hat man es gesehen. Okay, sonst von hier so. So. Mhm. Auf jeden Fall, die Kopfbearbeitung ist hier auch schon minimal anders. Da hatte Tim gesagt, er hat hier und da noch mal ein bisschen geguckt. Wir haben noch mal ein bisschen Feintuning, gerade im Einlasskanal betrieben, gerade was hier die Divider, also die Trennstege zwischen den Ventilen angeht. Also die Dinger da drin unten. Genau, man sieht das, dass sie jetzt auch im Vergleich zu dem Serienkopf so ja, relativ scharf geschnitten sind, nenne ich das mal. Mhm. Da haben wir noch ein paar Sachen verbessert, die uns in der Vergangenheit da gestört haben. Und wir haben auch an dem Brennraum minimal noch mal was verändert. Genau, das ist nämlich der letzte Punkt. Brennraum ist logischerweise auch komplett gefräst. Man sieht eigentlich, dass fast nirgends mehr noch der alte Guss ist. Hat einfach den Vorteil, A, ist es natürlich von der Oberfläche, was Klopffestigkeit angeht, besser. Plus, ihr schafft es halt einfach so, wirklich 100% sicher zu gehen, dass jeder Brennraum das gleiche Volumen hat. Genau. Und somit halt auch jeder Zylinder die gleiche Verdichtung hat, gleich verbrennt und so weiter. Wir hatten im Brennraum noch teilweise auch aufgrund von Gussunterschieden immer mal so 2-3 Fehlstellen oder wo mir halt auch vor allem die Außenkorrektur, also hier der letzte Winkel, der Übergang zum Brennraum nicht gefallen hat. Da haben wir im Prinzip nochmal einen CNC-Brennraum nochmal händisch an manchen Stellen überarbeitet und haben das halt nochmal in deine Köpfe nochmal mit reinfließen lassen. Gibt es irgendwas, was dir jetzt noch einfallen würde, was man hier theoretisch noch dran optimieren könnte, was Leistung bringen würde? Gute Frage. Also ich glaube, ich wäre mit den Köpfen... Also da können wir schon mit in Rente gehen, ne? Da könnte schon mit in Rente gehen, ja. So, weil klar, man könnte... Ja, aber selbst, guck mal, selbst die ganzen Ventilsitze, das ist schon alles so eng. Man wird definitiv keine größeren Ventile mehr reinkriegen. Da können wir auch auf der Flowbench einen schönen Test mal machen und mal gucken, wie viel diese größeren Ventile bringen. Weil ich weiß noch, als ich das allererste Mal größere Aussatzsitzringe reingemacht habe, waren alle eigentlich immer dagegen. Ja. Irgendwann hatte ich dann Björn damals so weit, jetzt machen wir mal größere Aussatzringe rein. Und das hat man extrem im Ansprechverhalten gemerkt. Wir müssen ja auch mal gucken. Wir haben jetzt natürlich auch, wenn wir Serie zu dem Kopf vergleichen, haben wir natürlich auch klar den Brennraum, was wir gerade gesagt haben. Und man sieht ja auch, wir haben ja auch den Ringspalt vergrößert, also der Platz um die Ventile. Ja, ja. Was natürlich auch nochmal wirklich für das Fließen wirklich zuträglich ist. Entscheidend ist, ne? Also ich bin auch gespannt, wie groß der Unterschied zwischen alles, was geht und so einem kleinen S4-Kopf ist, gerade im Maximumbereich, ne? Das wird auf jeden Fall interessant. Haben wir so auch noch nicht gemacht, ne? Nein, und du darfst aber nicht vergessen, wie lange machen wir jetzt zusammen schon diese Köpfe? Ja. Also das ist jetzt ja nicht Evo 2, das ist ja, da sind ja schon viele. Evo unendlich. Genau. Und was halt wirklich, also wo ich wirklich gespannt bin, ist, wie dieser Kopf, ich sag jetzt mal als Beispiel so bei 5 mm Ventilhub performt, weil das muss ja eigentlich schon deutlich besser sein als alles andere, ne? Ja. So, okay. Jetzt kommt der letzte Punkt. Das sieht echt krass aus, einfach nur. Und zwar habt ihr euch überlegt, ihr erweitert euer Geschäftsfeld und bietet jetzt auch diese Beschichtung an. Genau, wir haben einfach die letzten Monate uns halt auch im Sinne deiner Brennräume nochmal ein bisschen mit der Thematik beschäftigt und auch mit den Auslasskanälen, auch in Verbindung dann mit unserem Sitzringmaterial. Wir haben gesagt, okay, wir werden jetzt einfach noch mal gucken, dass wir vernünftige Beschichtungen anbieten. So, gerade im Bereich von Kolben und sowas wird das ja mittlerweile auch viel gemacht. Und wir haben jetzt gesagt, okay, wir bieten in Zukunft auch noch Keramikbeschichtungen für Brennräume,
Auslasskanäle und eventuell sogar auch noch für Krümmer an. Kolben fahre ich tatsächlich auch schon seit eh und je so obendrauf. Ja. Wir haben auch nicht bei allen Motoren gemacht. Ich wollte es immer haben, weil ich war immer einer, der viel Zündung und viel Vollgas gefahren ist. Ja. Und da ist es halt einfach so eine, falls dann doch mal die Brennraumtemperatur ein bisschen zu hoch wird, hat man wirklich so eine Gedenksekunde noch mal länger Zeit, bis Kolben weg ist so ungefähr. Ja, das ist ja auch ein Faktor, der da auch einfach mit reinspielt. Du sagtest Keramikbeschichtung. Ist hier wirklich Keramik drin oder ist das nur ein... Da sind wirklich Keramikbestandteile drin. Die Beschichtung wird nach der Verarbeitung auch eingebrannt. Da ist wirklich Keramik drin. Okay. Das heißt, man kann sagen, die Beschichtung ist dafür da, die Wärme, welche durch die Verbrennung kommt, nicht in den Zylinderkopf reinzuschieben, sondern durch den Auslasskanal, durch den Krümmer in den Turbolader. Genau. Das wird jetzt für viele erstmal so klingen, als wenn das natürlich auch negativ sein kann, weil die Abgastemperatur in das Unendliche geht. Ja. Da ist allerdings meine Erfahrung, sollte die Abgastemperatur zu hoch sein, ist der Turbolader einfach zu klein. Ja. So, oder man ist halt leistungsmäßig schon über dem, was man eigentlich erreichen kann. Weil der eigentliche Sinn und Zweck davon ist, es gibt ja auch immer noch Bereiche, wo die Temperatur noch nicht zu hoch ist. Und da ist es einfach so, je mehr Temperatur in den Abgasen bleibt, je mehr Volumen hat man einfach. Weil halt jeder kennt es. Wir steigern halt auch einfach die Effizienz. Genau. So, ne? Weil ein Teil der Verbrennungsenergie geht halt einfach in Form von Temperatur aus dem Auspuff wieder raus. Und je mehr Temperatur durch den Turbolader geht, je höher ist der Wirkungsgrad vom Turbolader. Mhm. Und man nutzt halt einfach das volle Volumen von den Abgasen, um passend dazu wieder Frischluft in den Motor reinzudrücken. Ne? Ja. Aber kann der Turbolader nicht auch zu heiß werden? Theoretisch schon. Ja, ne? So, theoretisch sage ich ja, wenn die Abgastemperatur zu hoch ist, dann ist halt irgendwann so, dass der, das hat ja einen Grund, warum die zu hoch ist. Meistens ist sie zu hoch, weil der Druck im Krümmer schon zu hoch ist, weil schon zu viel durch den Turbolader durchgeht. Ach so. So, dann muss man Wastegate aufmachen und es einfach dran vorbeileiten. Ja. So. Aber ich sage gerade speziell im Bereich Ansprechverhalten, wo alles noch kalt ist, alles viel Wärme theoretisch erstmal aufnimmt, ist die Abgastemperatur noch nicht so hoch. Weniger Abgastemperatur, weniger Volumen, das heißt, der Lader braucht mehr Drehzahl, um überhaupt auf seine Luftmasse zu kommen. Ja, du hast es ja bei dir auch alles permanent im Blick, also daher mache ich mir da keine Sorgen. So, Ventile beschichten wir aber nicht, die bleiben so. Nein, Ventile haben wir ja schon Supertech-Ventile verbaut, das heißt, wir haben auslassseitig ja schon ein Inconel-Ventil verbaut und wir haben jetzt auch über Jahre sowohl mit den nitrierten Einlassventilen als auch mit den Inconel-Ventilen bei dir gute Erfahrungen gemacht. Weil wir könnten das Ganze jetzt natürlich auf die Spitze betreiben und das Auslassventil oben drauf und drin auch noch beschichten, dass wenn es dann im Strom steht, im Abgasstrom, noch weniger Wärme aufnehmen kann, so ungefähr. Aber das würde ich sagen, machen wir auch so ein bisschen Step by Step. Wir gucken jetzt erstmal, wie das funktioniert und dann schauen wir weiter. Denkst du, dass das langfristig hält oder kann sich das auch wegbrennen mit der Zeit? Es wird sich, also obwohl das extrem hart ist, also man könnte jetzt wirklich darüber kratzen und man würde es auch nicht direkt abbekommen, aber man sieht es ja auch bei einer Kolbenbeschichtung etc., das ist schon was sich mit der Zeit ablöst. Was ich mir vorstellen könnte, gerade VR6, Riesenthema, diese ganzen VR6 Turbo haben ja alle Wassertemperaturprobleme, weil dieser Kopf mit diesen langen Auslasskanälen einfach so viel Wärme aufnimmt. Ich glaube, das könnte was sein, was beim VR gerade im Bereich Auslasskanäle richtig interessant sein könnte, dass man einfach diese Wärme aus dem Kopf rausnimmt und halt in Auspuff transportiert. Freut sich Marius, wenn wir das nochmal ausprobieren. So, weil da haben wir ja wirklich Baustelle, ist egal welcher VR-Turbo, die haben alle immer Wassertemperaturprobleme, weil einfach dieser Kopf so viel Volumen hat, dass da so viel Wärme rausgeht. Ne? So, der eine oder andere, erste, was ich gesagt habe auf dem Foto, wollten wir unbedingt noch sagen. Einmal die Lampe, ob ihr auch die Wasserkanäle mit beschichtet habt, weil es witzigerweise die gleiche Farbe hat. Nein. Ist nicht beschichtet, ist einfach nur Korrosion, Rostwasser und so weiter, weil das wäre natürlich fatal, weil dann könnte ja das Wasser gar nicht mehr die Wärme vom Kopf wegnehmen. Also es sieht ja wirklich verrückterweise so aus und es sieht auch hier an der Seite so aus. Ich hätte echt gedacht, das ist auch beschichtet, aber das ist einfach, ja doch, jetzt sieht man es ein bisschen besser, das ist einfach im Kopf drin. Trotz, dass der Ultraschall gereinigt ist, sieht das natürlich noch so aus. Ja, das wird so fest in den Poren da drin sein von dem Aluguss. Ja. Okay, so. Um euch jetzt einfach nur nochmal zu zeigen, dass das kein Quatsch ist, was wir hier erzählen, sondern auch Fuß hat, hast du einen Versuch vorbereitet. Wir machen das nochmal ganz einfach. Wir hatten ja schon mal bei dem Heat-Material hatten wir schon mal was Ähnliches aufgebaut. Mhm. Da hatte Tim, glaube ich, einfach auch zwei Stative mit jeweils einer Stange drin, wo wir am Ende die Temperatur gemessen haben. Und wir haben jetzt hier heute
Ja, ein beschichtetes Blech, das ist dieses hier. Also einmal mit unserer Beschichtung, die wir auch im Brennraum haben. Und einmal ein unbeschichtetes Blech. Die Rückseiten sind jeweils einfach nur nochmal mit hier hitzefestem Lack schwarz beschichtet. Einfach um nochmal besser messen zu können. Und gucken jetzt einfach gleich mal mit unserem Infrarotthermometer, wie sich die Temperaturen entwickeln, wenn wir von der Rückseite mit dem Brenner halt wärmer ansehen. Meinst du, nach Zeit X haben die trotzdem beide die gleiche Temperatur? Oder meinst du, es ist dauerhaft kälter auf der beschichteten Seite? Ich würde sagen, es ist dauerhaft kälter. Ich habe es natürlich vorher schon mal gemacht. Das eine Blech brennt sogar durch nach Zeit X. Okay, krass. Also wir müssen jetzt nicht festlegen hier, wir messen jetzt nach 15 Sekunden die Temperatur oder so. Machen wir trotzdem. Okay. Wir gucken gleich mal, wie lange wir es im Einzelnen machen. Aber ich glaube, nach 5 Minuten oder sowas brennt das Unbeschichtete sogar komplett durch. So, wir räumen mal kurz um und dann geht's los. Renke, also wir haben jetzt ein Alublech. Dieses ist jetzt von unbeschichtet? Genau, wir haben ein unbeschichtetes Blech und wir haben ein beschichtetes Blech mit unserer Keramikbeschichtung. Wir haben beide Bleche nochmal von den Rückseiten einfach schwarz lackiert, um einfach mit der mit dem Lasertemperaturmesser halt genauer messen zu können. Aber ansonsten sind die halt genau gleich, die Bleche. Jetzt muss man dazu sagen, das ist ungefähr, also wenn es hochkommt, ein Millimeter Alublech. Ja. Das heißt, das ist schon thermisch richtig gleich am Limit. Das ist am Limit. Wird relativ schnell auch richtig durchbrennen. Ja. Ne? Das heißt, wir stellen den Brenner so hin, dass die heißeste Spitze schon auf dem Blech ist und gucken mit der Stoppuhr, wie schnell das durchgebrannt ist. Gucken wir mal, vielleicht irgendwie nach 30 Sekunden, eine Minute. Genau, zeitgleich gucken wir uns ein paar Messwerte. Ja. So, okay. Einmal anstellen, bist du? Ja. Wollte ich eigentlich mit links. So, wir drehen den Brenner auf Vollgas, dass man da nichts falsch machen kann. Und Start. Temperatur rast. Oh, wir haben nach 6 Sekunden schon 300 Grad. 400 Grad. Es biegt sich schon das Blech. Nach 15 Sekunden haben wir 450 Grad. Ja, 400, 504 Grad. Nach 22 Sekunden. 520 Grad. So, nach einer halben Minute haben wir 550 Grad. Ja, man sieht jetzt auch schon, es verfärbt sich auch schon rot vorne. Ja. Oh, jetzt wird es langsam Beule von hinten. Sieht man ja hier den Punkt schon. 36 Sekunden. Jetzt sind wir auch schon bei 570 Grad, 580 Grad, 600 Grad. So, und bei einer Minute machen wir Stopp und gucken uns dann nämlich die Verformung an. So, jetzt sieht man auf jeden Fall schöne Referenz nach einer Minute. Das Alu läuft schon richtig runter und da ist nicht mehr viel übergeblieben. Ne? Nee. Krass. So, wie viel Grad waren das jetzt zum Schluss? Über 600. Ja. Über 600, ja. Das ist auch Schmelzpunkt. Alu sind 650, also zwischen je nach Alu zwischen 600 und 660 Grad. Also das kommt genau hin. So, jetzt haben wir das Blech quasi beschichtet. Und so, jetzt machen wir genau das gleiche wieder. Philipp richtet wieder den Brenner auf. Du hast den auch weit aufgedreht gerade. Bis Anschlag. Bis Anschlag. So, wir stellen das Blech wieder an die Spitze von dem Blauen. Und so. So, nach 15 Sekunden haben wir 450 Grad. Ich muss das mal ein bisschen von dem Ding wegdrehen. Sonst kugelt uns gleich unser Kork ab. Unser Kork brennt jetzt schon. So, 30 Sekunden haben wir auch schon 500 Grad. Sekunden. Jetzt steigt auf jeden Fall die Temperatur nicht mehr an. Ja, nee, bleibt so bei den 550. So, und nach einer Minute.
Man sieht natürlich einfach aufgrund dessen, dass das Blech so dünn ist, dass es sich schon verfärbt. So, und du jetzt hast viel weniger geschmolzen. Ja. Also ich würde sogar sagen, geschmolzen, ne? Genau, also ja doch, es geht jetzt langsam auch los. Ja, aber einfach, weil wir halt auch direkt diese genau äußere Brennerflamme drauf haben. Ne? Man darf aber halt nicht vergessen, es ist definitiv so, dass wir, vorsichtig gesagt, das andere Blech sah so nach 45 Sekunden aus. Ja. Jetzt nach 60 Sekunden, auch wenn wir das mit dem Thermometer jetzt gerade nicht so gut einfangen konnten. Das liegt aber einfach auch daran, weil du natürlich direkt auf der Rückseite von der Flamme quasi bist, ja, ne? Wahrscheinlich, ja, und ich glaube, wahrscheinlich hätte man eher ein bisschen weiter außen die Temperatur messen müssen. Ich glaube, geht dann aber auch, weil dann die Flamme wieder dran vorbei. Ich glaube auch, dass ein Teil der Energie geht auch einfach um das Blech. Deswegen ist es, glaube ich, schwierig, ja, zu messen. Die Temperatur ist ja meiner Meinung nach auch jetzt nicht groß ausschlaggebend, weil man sieht ja im Vergleich einfach den Unterschied, genau. Man ist ja wirklich schon runtergelaufen. Ja, also hier ist vielleicht noch, das ist wirklich nur noch papierdick. Und hier ist es immerhin noch vollständig klar. Wenn wir den Brenner wahrscheinlich jetzt ein bisschen konservativer weiter weggestellt hätten, dann hätten wir jetzt hier auch nicht irgendwie so einen Riss oder sowas drin, dann wäre das durchgehend immer noch so rehbraun wie vorher. Aber wir haben die einfach wirklich beide da so nah rangestellt. Also man kann auf, und dazu kommt, man darf auch einfach keine Wunder erwarten, ne? Aber wir haben definitiv gezeigt, wie ich sagte am Anfang, wenn das unsere Kolbenoberfläche gewesen wäre, ja, und wir wären jetzt kurzzeitig, kurz vor der halben Meile, aber ich will trotzdem Vollgas drauf stehen bleiben, in ein kleines Klopfen reingekommen und die, ja, Brennraumtemperatur wäre 300-400 Grad nach oben gegangen für ein paar Sekunden. Hätte das kurzzeitig verkraftet. Genau, hätte der Kolben das auf jeden Fall hier deutlich besser hinbekommen als da. Und ich denke mal, das war eigentlich das, was wir zeigen wollten, dass eine Funktion für eine Beschichtung auf jeden Fall da ist. Ja. Wie viel Grad sind denn so in so einem Brennraum? Haben wir das schon mal irgendwie? Ja, gehabt? Das ist schwierig. Da habe ich schon mit etlichen Leuten drüber diskutiert, weil es halt auch so heiß ist, dass man es nicht eben messen kann. Mhm. Bei so einem normalen Ottomotor irgendwie 400, 450 Grad, aber das ist ja kein Vergleich zu so einem Motor, wie du ihn fährst. Genau. Und wenn wir überlegen, angenommen, du hast 1000 Grad alleine im Krümmer, ne? Mhm. Ja. Ich glaube nicht, dass die Temperatur im Brennraum geringer ist. Ich glaube auch nicht, dass sie viel höher ist, aber das wird schon so um die 1000 Grad sein. Krass. Deswegen muss man ja zum Beispiel auch mit der Zündkerze immer kälter werden vom Wärmewert, ne? Weil halt einfach die ja voll in der Wärme steht und, ja, dementsprechend kälter werden muss. Okay. Was man auch noch dazu sagen muss, ist einfach, dass die Vorbereitung natürlich sowohl bei dem Kopf als auch natürlich bei so einem Blech extrem aufwendig ist. Natürlich bei so einem Blech, das ist nicht das gleiche Material jetzt wie der Kopf. Die Bleche sind vorher gestrahlt worden, man muss das mit einem speziellen Strahlgut machen. Ja, ja. Ich bin mir jetzt auch gerade wirklich nicht sicher, ob die Beschichtung auf dem Blech genauso gut hält, wie jetzt auf dem, ja, ja, auf dem, ja, klar, viel akribischer vorbereiteten Kopf, weil wir das ja einfach mal kurz simulieren wollten. Plus das Blech nimmt natürlich viel, viel schneller einfach die Wärme auf, weil es so dünn ist, als der große, ja, Kopf und so. Ne? Ja. Ich denke aber, da haben wir euch auf jeden Fall jede Menge wieder gezeigt. Für Teil 1 reicht das. Jetzt bauen wir uns etwas, damit wir auf der Flowbench im nächsten Teil den Einlasshub generieren können. Mhm. Und dann gucken wir mal, was die Köpfe so können. So ganz kleine Ergänzung einfach nur noch. Das ist, also die Beschichtung ist immer noch komplett vollständig drauf. Einfach das Alu ist mehr oder weniger aufgegangen. Das heißt, die Beschichtung hat auf jeden Fall gehalten. Das hat man eben weiter weg gar nicht so gesehen, aber wenn man sich jetzt nochmal so ist noch genau alles richtig. Das ist alles kernig. Richtig hart. Da drauf, es geht nie wieder ab.